Okay, jetzt gibt es schon mal ein Kleintipp fürs fünfte Spiel, was da reinkommt. Was kommt denn? Welcher Depp hat Eis, hast du gesagt? Wir spielen Spielfußball und zwar 2 gegen 2. Leider sehe ich Herrn Heinemann und so nicht, also müssen die anderen Lehrer dran. Aber als erstes begrüßen wir natürlich mal unser erstes Team, nämlich Gideon Cornelia Richard. Dann haben wir Applaus, Freunde. Ja, wie geht's euch? Seid ihr fit? Ja, nur ein bisschen nass. Blau. Blau ist immer gut. Der Boden auch. Ich bin Fußball, kennt ihr, ne? Schön. Hier gibt es immer echt schnelle Entscheidungen. Servus an Frau Schlittka und Herrn Beford. Sind Sie bereit zu siegen? Immer, immer. Sie haben keine Chance. Ja, sowieso nicht. Sie kennen sich ja in der Sporttheorie aus. Sie müssen ja wissen, wie es hier läuft. Ich bin Fußball ganz normal. Richard, geh mal runter. Ich will mich jetzt nicht blamieren. Geh mal runter, wie man spielt. Man macht es so richtig schick. Immer den Arsch vom Boden. Ja, so, genau. Oh, da kann er mit umgehen. Warum haben wir dich nicht für den Bauchplatz genommen? Also, und da wurde richtig schön geschossen, ja. Herr Bieter, das geht noch nicht los. Müssen wir noch nicht aggressiv spielen. Hast du bis heute noch links gelassen? Ja, ja. Wir haben uns überlegt, wir spielen 2x2,5 Minuten. Wir wollen es auch nicht zu lange machen. Außerdem brauchen wir ein schön aggressives Spiel, Freunde. Ne? Es ist fast alles erlaubt. Passt alles, Richard. Wer nimmt die Zeit? Irgendjemand 2,5 Minuten? Du machst dann einen Pfiff oder so. Ey! Irgendwas, kriegen wir hin. Und danach Seitenwechsel und dann geht's weiter. Ne? Beim Unentschieden spielen wir immer weiter. Ich freue mich auch. Also seid ihr bereit, Freunde? Spinnfußball! 2,5 Minuten ab jetzt! Oh!
Okay, zweite Halbzeit, es steht 1-0. Das heißt. Ja, du machst Stimme, okay! Wir haben extra die guten Seelas aus Südafrika anfliegen lassen. Okay, komm. Okay, dann geht's weiter. Zweiter Halbzeit los. Nach 2,5 Minuten mehr kann letzte Stand und oh, ja, schon verwirrt. Herzlichen Glückwunsch zum überragenden zweiten Platz. Aber es gibt ganz schön viele Blessuren an den Händen, oder? Der ist ganz schön hart, der Platz. Heiß. Ja. Heiß und heiß wie wir. Aber man nimmt nicht nur. Können Sie noch besser an? Also ich bin. Der Punkt geht auf jeden Fall an die Lehrer. Warum? Der Tipp war 8-0, als wir auf dem Platz lagen. Das ist nicht erfüllt. Ein Punkt für die Lehrer, ja! Ja, nee. Nee, eher nicht, Herr PV, tut mir leid. Also, man beachte die blauen Hosen jetzt, ja? Das ist richtig schön. Haben Sie gut gemacht, oder? Echt? Sie achten nicht auf Ihre Körper, Sie zerstören sich für unser Abiturspiel heute, für den Abi-Streich. Danach kommt eh nichts mehr, außer ein bisschen Harzen. So, Freunde, jetzt geht's auch weiter. Jetzt haben wir uns sportlich richtig eingestimmt. Jetzt müssen wir auch mal wieder was für das Gehirn machen, beziehungsweise für den Kopf, ne?